Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Odin mal einkaufen. So, ich muss jetzt mal ein bisschen wegräumen. Es ist jetzt wirklich nicht so viel, also scheiße. Na hier, da habe ich es hingelegt. Da habe ich leider den Karton nicht mehr. Ich habe eigentlich ein kürzeres Video gemacht, aber hatte dann nochmal was geholt und dachte, na scheiße. Hängst du hinten ran? Nee, machst du lieber neu. Das ist so ein... So ein Schwimmring für unsere kleine Tochter. Ja, da kommt die dann hier in die Mitte rein. Ja, und dann hier vorne über die Schultern. Das Einzige, was blöde ist, hier hinten ist offen. Da macht man zwar Luft drin, dass es ein bisschen enger wird, aber Frau gefällt das nicht so. Und da habe ich auch blöd gekauft, gebe ich auch zu, weil da waren auch welche mit bei, die hinten so ein Band dran haben. Und da bin ich jetzt schon am überlegen, ob ich es vielleicht doch nochmal zurückschicke. Und dann war eine Pumpe noch mit bei und so ein Ding zum Reparieren war auch mit bei. So ein Kleber. So. Dann habe ich noch was geholt. So, meine Tochter hat ja schon ihre Flaschen. Deswegen habe ich jetzt für mich auch noch so eine Thermosflasche geholt. Für das Auto werde ich die dann nehmen. Wenn wir jetzt wegfahren. Auch Silber, na, Thermo, weiß ich nicht, ob die Thermo ist. Da ist irgendwas dran, da unten. Man sieht das Schwarze vom Gummi oder so, keine Ahnung. Sieht komisch aus. Erstmal Wasser drin machen, testen. Und ich habe mir die jetzt geholt, ist von den gleichen Machern, die andere Flaschen, die ich von meiner Tochter geholt habe. Entschuldigung, dass ich schwitze, aber es ist hier draußen 33 Grad und hier drin in der Bude ist es nicht gerade kühler. Die habe ich mir für unterwegs geholt, aber auch für meine Tochter halt, für die Schule, weil bei dem anderen, beim Großen, da geht öfters mal bei der Innenflasche der Verschluss kaputt. Aber bei der anderen halt nicht. Waren wir ein Montagsmodell erwischt wahrscheinlich. Und hier hat sie es halt zu und kann, ist halt nur ein Schraubgewinde, schraubt sie auf und trinkt es halt so draus. So, dann war die. Oh Gott, Moment Leute, ich muss mal kurz unterbrechen. Oh nee, ich habe ein Tuch hier. Oh, es tut mir leid. Was haben wir jetzt hier in der Bude? Haben wir jetzt, muss ich mal hier auf mein Thermometer gucken, 33 Grad. Oh, ist das eine Hitze, Leute, das ist nicht auszuhalten. Dann habe ich bei Lidl was gekauft. Und zwar hier. Einmal mit Kabelbindern und dann so für Kabelei zum Zusammenmachen. Und dann einmal noch Stromdiebe. Also wo man es abgreifen kann, da macht man um Kabel rum und dann kann man noch ein drittes Kabel zusätzlich ranmachen. Seht ihr das? Jo, das haben wir halt dann auch, euch auch neu geholt. Für das Auto, weil ich die Kabelei vom Radio nochmal neu machen will. Weil da ein paar Kabel ein bisschen kaputt sind und alles so notdürftig erzählt. Beim letzten Mal ausbauen ist mir das passiert. Und, ach so, ja. Josie, kannst du mir mal die Sirupflaschen bringen, die ich gekauft habe? So, das kommt dann gleich dran. So, und die andere auch. Holunderblüte. Ich habe diesmal bei eBay, weil ich habe die, das hatten sie bei Amazon nicht. Also eigentlich wollte ich nur das holen. Sieht man nicht da. Apfel-Holunderblüte. Das ist so ein bisschen säuerlich und so. Das ist echt ganz cool. Wenn eiskaltes Wasser, also schön im Kühlschrank. Dann auf eine Wasserpulle hier ein Schnapsglas voll rein und kurz warten, bis es durchgemengt ist und so. Oh, das ist so ehrlich, diese leicht bittere und so. Oh. Und dann schön kühl. Und dann habe ich das gesehen. Granatapfel-Cranberry. Da seht ihr das. Da musste ich auch gleich zugreifen. Das kannte ich noch nicht. Das ist neu im Sortiment. Und das schmeckt, also es schmeckt jetzt nicht wie der Granatapfel-Eistee. Oder sowas. So müsst ihr euch das nicht vorstellen. Ich kann euch das ganz schlecht beschreiben. Aber zu DDR-Zeiten
hat mein Opa immer so eine Brause gehabt. In Glasflaschen, die war so rötlich. So schmeckt das. Ich weiß aber nicht, was das für eine... Ich wollte heute meine Mutter fragen, wo ich da war. Ich weiß aber nicht, was das für eine Brause war. Damals zu DDR-Zeiten. Da müsste ich meine Mutter demnächst mal fragen. Und dann, wo ich das bestellt habe, hat mir eBay angezeigt, oh, guck mal hier, wir haben hier was für dich. Ein Hygienesiegel ist hier auch drum. Und zwar die Oral-B Genius 9000N in Roségold. In Schwarz hatten sie sie leider nicht im Angebot. Die soll eigentlich über 100 Euro kosten. Also normalerweise 299 und dann jetzt gerade überall so um die 150. Und ich habe sie gekriegt für 80 oder 85, 89, irgendwas in der 80. Und die hat mich damals schon gereizt. Da wollte ich sie im Doppelpack holen, Schwarz und Roségold für mich und meine Frau. Also war so eine doppelte Station. War mir aber dann zu teuer mit über 300 Euro. Und die einzelne auch, 299 oder 250 oder irgendwas, was die war. Und 150 war mir auch immer noch zu teuer. Und jetzt habe ich sie gesehen für irgendwas in 80 Euro, 30 Euro Cashback oder so stand da. Und da habe ich gedacht, uff, das interessiert dich ja. Da musst du mal zugreifen. Also hier kann ich aufklappen, ihr könnt das sehen. Und das ist halt mit Uhr und mit Sensor und was weiß ich. Und das wollte ich einfach mal testen und mit App. Da ist auch so eine Ladestation für unterwegs mit bei. Da kannst du den Handy drin machen und hochkant stellen. Das sieht man da für die Funktion. Weil ich nehme jetzt immer diese Eieruhr von meiner Tochter, wenn ich Zähne putze. Und hier, die soll wohl ermöglichen, durch diese Handyhalterung, die man am Spiegel macht, und das Handy ausrichtet und die Erlaubnis für die Kamera ausgibt. Hier ist ein Bewegungssensor in der Zahnbürste drin und sagt dir, wo du im Mund noch nicht hier warst. Und dann kannst du da auch Challenges machen und kannst halt gucken, wie viele Punkte du machst, wenn du halt das so machst, wie die Zahnbürste dir das vorgibt oder so. Keine Ahnung. Ich bin mal sehr gespannt. Also die Challenges interessieren mich eigentlich eher gar nicht. Mich interessieren nur diese Sonderfunktionen. Also sehr weiß machen und mehr Power soll sie haben. Und da schwärmen ganz viele von dieser Zahnbürste. Dass die halt, wenn sie halt starke Kaffeetrinker sind und so, dass man dann auch damit ein bisschen Wert mehr macht. Hier unten ist dann halt da der externe Akku, da kann man auch das Handy dran laden, wenn man will. Und da kann die Zahnbürste drin und dann hat man aber auch so ein Standding und die leuchtet auch und so. Das Leuchten war natürlich auch cool. Dazu werde ich aber dann nochmal ein separates Unboxing gleich machen und euch zeigen, was da genau alles drin ist. Ich kann euch nur sagen, ach hier ist die Rechnung. 89,90 habe ich bezahlt. Wartet, da muss ich. Wie mache ich denn das, dass man das jetzt nicht sieht? Service Hotline. Machen wir so. Sieht man da noch irgendwas? Nö. Na, Online-ID, Kundennummer. Warte mal, das machen wir mal alles weg. Moment. So. Von Delta Tech. Kann ich euch schon sagen, das war der. Amazon eBay-Verkäufer und da seht ihr das. Also nicht Werbung oder so, ich habe dafür echt Geld bezahlt. Und ich habe die eigentlich nur durch Zufall gesehen, weil wie gesagt, ich wollte nur den Sirup holen und halt zwei pullen, das war halt wieder zwei Geschmacksrichtungen haben. Grüner Tee ist noch was da. Minimal, aber da wollte ich noch nicht neu holen. Kommt nächsten Monat dran und Kaktusfeige kommt auch nächsten Monat dran. Und dann habe ich beim Kauf davon das gesehen. Achso, hier krieg ich auch noch einfach gut kochen. 30 Euro Bonus und was, keine Ahnung. Mir alles egal. So. Das müsstet jetzt für Odin war einkaufen gewesen sein. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin.